Sonntagmorgen im Untergeschoss der Mission Católica de Lengua Española. Die Gemeindeschwester, Hermana Rosario, und ihre Helfer bereiten die Palm- und Olivenzweige für den Gottesdienst vor. Am Vortag hat ein Lastwagen die Zweige direkt aus Andalusien nach Köln gebracht. Die spanische Gemeinde ist beheimatet in Groß St. Martin, mitten in der Kölner Altstadt. Das Gemeindezentrum befindet sich direkt neben der Kirche. Es ist gleichzeitig Treffpunkt unter anderem für die portugiesischen, philippinischen und koreanischen Gläubigen. Die Palmzweige sind vor einiger Zeit geschnitten worden und verfärben sich allmählich gelblich. Zu den Vorbereitungen für die Messe gehört auch die Musikprobe der Blaskapelle. Kurz nach 11 Uhr morgens. Die portugiesischen Gläubigen haben gerade ihre Palmsonntagsmesse beendet. Nun folgt die Feier der spanischen katholischen Gemeinde. Die Olivenzweige bekommen die Gläubigen kostenlos. Für die Palmzweige jedoch müssen sie 15 Mark bezahlen. Ein kleiner Beitrag zur Deckung der Transportkosten. Echte Palmen sind hierzulande nur schwer erhältlich. Deshalb ist bei den rheinischen Katholiken meist Buchsbaum üblich. Nur das Kölner Domkapitel verwendet echte Palmzweige. Zur spanischen Gemeinde in Köln gehören rund 1000 Gläubige. Nicht nur an hohen Feiertagen wie Palmsonntag treffen sie sich in Groß St. Martin und natürlich auch nach der Messe in der Bodega im angrenzenden Gemeindezentrum. Die spanische Mission in Köln besteht seit Ende 1961. Waren es anfänglich fast ausschließlich Spanier, die hier zusammenkamen, sind es heute überwiegend spanischsprachige Lateinamerikaner. Neben Aktivitäten wie Bibelstunden oder Vortragskursen gibt es daher auch Veranstaltungen wie die Treffen der hispanoamerikanischen Gruppe. Padre Isidro Maldonado von der spanischen Mission zelebriert den Palmsonntagsgottesdienst. Die kirchliche Feier umfasst Palmweihe, Palmprozession und Messe. Der Film beschreibt die Weihe und die Prozession. An Palmsonntag feiern die Christen den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Evangelien berichten, vor seinem Leiden und Sterben reitet Christus auf einem Esel in die Stadt ein. Das jüdische Volk jubelt ihm mit Palmzweigen in den Händen zu. Schon um das Jahr 400 war es in Jerusalem üblich, das biblische Geschehen nachzuvollziehen. An Palmsonntag gab es dort eine feierliche Prozession, bei der alle Teilnehmer Palmzweige trugen. Diesen Brauch übernahm im 8. Jahrhundert die abendländische Kirche. Im späten Mittelalter begann man, eine Christusfigur auf einem hölzernen Esel mitzuführen. Die Palmeselumzüge waren auch im Rheinland weit verbreitet. Heute sind sie längst verschwunden. Bis vor wenigen Jahren gehörte zu den Prozessionen in Spanien häufig ein lebender Esel. Heute hat ihn ein Wagen abgelöst, auf dem sich ein Leidensbild befindet. Die hier lebenden Spanier haben diesen Brauch aber nicht in ihre neue Heimat übernommen. Que tras triunfante la ciudad santa esté.
esté con todos vosotros. Hoy es Domingo de Ramos y celebramos la entrada triunfante de Jesús. Vor der eigentlichen Messe begeht die spanische Gemeinde die Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem. Wie es in der katholischen Kirche allgemeiner Brauch ist, spricht der Priester ein Segensgebet. Dann besprengt er die Zweige mit Weihwasser. Im Rheinland nehmen die Gläubigen die gesegneten Buchsbaumzweige mit nach Hause und stecken sie an das Kruzifix. Nach gängigen Vorstellungen sollen sie Haus und Hof beschützen und Unheil abwehren. Deshalb warf man die Zweige bei Gewitter ins Feuer, setzte sie in bepflanzte Gartenbeete ein oder mischte sie dem Viehfutter bei. In Spanien, wie auch hier in der spanischen Gemeinde, ist es üblich, Oliven- und Palmzweige zu segnen. Nach dem Palmsonntag finden sie hauptsächlich als Schmuck in Balkonkästen Verwendung. Die gesegneten Zweige, sei es nun Buchsbaum oder Olive, haben noch eine besondere Bedeutung in der katholischen Kirche. Sie werden zu Asche verbrannt, die den Gläubigen an Aschermittwoch des darauffolgenden Jahres als Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet wird. Nach der Segnung der Palmzweige und kurzer Predigt folgt die Palmprozession. Sie führt von Groß St. Martin aus durch die Fußgängerzone um einen Wohn- und Geschäftsblock herum. Insgesamt dauert sie nicht viel länger als eine halbe Stunde. Die ersten Spanier kamen um 1960 ins Rheinland. Heute leben über 40.000 in Nordrhein-Westfalen. Spanische Geschäfte und Restaurants sind aus unserem Städtebild nicht mehr wegzudenken. In den letzten Jahren dagegen nimmt die Zahl der lateinamerikanischen Mitbürger ständig zu. Ein Großteil der Gläubigen ist in die Kirche zurückgekehrt, um die Messe mitzufeiern. Andere bleiben auf dem Platz vor der Kirche, genießen den lauen Frühlingstag und halten einen Plausch. Die Messe geht mit dem Schlusssegen zu Ende. Manche Gläubige haben Palmwedel bei der fast lebensgroßen Holzplastik platziert, die Christus, den Schmerzensmann, darstellt. Viele Mitglieder der spanischen Gemeinde treffen sich nun wie jeden Sonntag in der kleinen Bodega gleich nebenan. Zu einem zünftigen Almuerzo, also dem kleinen Vormittagsimbiss, gehören neben einem Gläschen Rotwein die beliebten Tapas. Krabben, Serrano-Schinken, Käse, spanische Tortilla.
Der Besuch der sonntäglichen Messe ist für die Spanier mehr als nur eine religiöse Übung. Man trifft sich, betet und singt gemeinsam und anschließend genießen alle zusammen die spanischen Spezialitäten. Wie zu Hause in Andalusien, Valencia oder Galicien. Wie in einer rheinischen Kneipe. Das Sparkässchen an der Wand. Die Mitglieder müssen einen wöchentlichen Beitrag einzahlen oder eine Strafe, falls sie dies vergessen. Auch Deutsche nehmen gerne und häufig an Messe und Imbiss teil. Ein Stück gelebte Normalität in unserer interkulturellen Gesellschaft.